Hallo Welt, da sind wir wieder in Saint-Denis. Immer noch in einer außerplanmäßigen Aufnahme, ja, Minisitzung, sage ich mal dazu. Und in Saint-Denis, da wir einmal hier sind, werden wir uns mal umgucken in der Ecke, in der wir schon mal etwas gefunden haben. Und ich glaube, es handelte sich damals auch um eine Schnapsflasche. Hoffentlich finden wir das noch. Aber dafür sind wir jetzt hier. Können wir mal gucken. Wow! Wow! Ja, ich war überrascht, dass unsere Lucretia da so reinstürmt. Mal sehen, ob wir das noch wissen, wo sie war, diese Schnapsflasche, die andere. Aber wir hören es gar nicht bimmeln, also von daher wird sie wohl gar nicht da sein diesmal. Nee, ich glaube nicht. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, hier wäre irgendwie ein Tunnel oder so. Vielleicht draußen. Wow. Ja, ich war überrascht. Lasst mich doch auch mal überrascht sein. Hier geht's runter. Genau. Wer noch nicht weiß, hier unten war mal eine Schnapsflasche. Auf einem Fass, glaube ich. Nicht auf so einem Ding. Oder doch auf so einem Ding dann. Aber diesmal ist gar nichts da. Nur gut. Nur gut, dann gehen wir raus. Gehen wir mal eine Runde. Und ich sag's nochmal für die Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal zusehen. Ich bin jetzt nicht gerade eingestellt auf eine Aufnahme. Es sollte eigentlich nur Bonusmaterial produziert werden heute. Von daher ist es vielleicht etwas ungewöhnlich heute alles, auch wenn meine Stimme sich irgendwie merkwürdig anhört. Das kommt davon, wenn man so irgendwas dazwischen quetscht. Die haben ja hier richtige Lichter. Das ist ja elektrisch. Ja klar, die haben schon die Elektrizität. Was meint er denn, wo die ganzen Kabel hier oben herkommen? Wofür die gut sind? Ja, ich dachte, um Fleisch aufzuhängen. Wäsche. Aber ist ja schön. Runter von den Gleisen oder gar nicht erst drauf. Aber wo ist denn unser Pferd? Das hört uns nicht mehr. Pferd ist weg für alle Zeiten. Das hat man jetzt davon. Vielleicht ist es im Stall. Ja, es wird im Stall sein. Das wird schon nicht weg sein. Kann ja nicht. Mit dem Pferd würde es natürlich wesentlich schneller gehen jetzt. Aber ich denke, wir schaffen das auch so, dort anzukommen. Ja, so nicht. Nicht, wenn wir hier stehen bleiben. Ja, müssen wir schon laufen. Oder wir nehmen ein anderes Pferd. Was ist hier vorne? Ist das, das ist doch unser Pferd, oder? Nein, so klein war doch unser Pferd nicht. Das ist aber auch gut. Ein bisschen kleiner. Vielleicht frisst das nicht so viel. Der Verbrauch ist vielleicht nicht so hoch. Oh, ich fürchte, hier wird scharf geschossen.
Altersschwäche. Ja, es war ja schon sehr alt. Ja, vielleicht ist es deswegen nicht mehr da. Es ist vielleicht in Rente gegangen. Und dabei hat es die Wege gerade so gut gekannt überall. Es hat uns überall hingetragen. So brav, wie es ist. Da, sogar zickzack konnte es laufen. So wie wir jetzt. Jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Also jetzt müssen wir alleine vor allem herumlaufen. Ich fühle mich total einsam. Und vielleicht brauchen wir auch so eine Kutsche. Ja, aber so eine kleine Kutsche, dann brauchen wir schon eine große. Also, da müssen schon wenigstens zwei Pferde vorgespannt werden. Denn wir wollen uns ja verbessern. Ein Pferd, ja okay, dann hätten wir wenigstens die Kutsche. Passt ja auch was drauf. Vielleicht. Ich würde ganz gerne wissen, ob diese Jägerkutsche... Ob die so funktioniert, wie unsere Taschen funktionieren. Also wenn wir was in der Tasche haben, dann bleibt's ja. Ja, und dann wird mich das schon interessieren, ob die Sachen, also bleibt, wenn wir den Titel auch neu starten oder so, dann wird's mich ja schon interessieren, ob dann auf der Kutsche das Zeug auch bleibt, wenn wir den Titel neu starten. Also wenn dem so wäre, wäre das ziemlich gut. Dann wäre wahrscheinlich der Haken nur noch, dass vielleicht nicht so viel drauf passt. Ich weiß ja nicht. Puma-Felle oder, ja, ich sag mal so Weißwedelhirschfelle. Oh, hier müssen wir lang. Lassie hätte es gewusst. Weißwedelhirschfelle oder so. Ja, ich glaube, die sind schon ganz gut auf dem Pferd zu stapeln. Aber ob das auf der Kutsche dann auch endlos geht, ja, das wage ich zu bezweifeln. Ja, manchmal gibt es also noch Schnitte hier. Aus welchen Gründen auch immer, ja, es war etwas anderes. Schwamm drüber. Oh, wir sind ja schon da. Ja, dann haben wir aber die Rollenaufgabe für heute erledigt, schon die erste. Ein Haus ohne Eingang. Gibt's doch nicht. Eine Geheimtür. Nanu? Pferd weg, Tür weg. Was machen wir denn nun? Ach, da ist die Tür. Dreimal vorbeigerannt. Klar, die anderen Sachen nehmen wir auch mit. Immer mit der Ruhe. Käse! Wir brauchen aber Brot. Brot wäre gut, um Lachse zu fangen. Nein, wir brauchen manchmal... Ach Quatsch, brauchten wir einmal Flussbarsche. Die fängt man am besten mit Brot. So, schön wieder zumachen. Cognac nochmal. Festmahl. 1 von 3. Ah, das haben wir immer noch offen. Jetzt können wir mal schnell F1 drücken und gucken. Ja, so ein geflügeltes Geflügelfleisch können wir auch noch machen mit Thymian. Aha. Und das Gänseei, dachte ich, hätten wir aufgespart. Da müsste auch ein Haken dran sein. Ich dachte, wir hätten 2 übrig gelassen. Egal. Nicht wirklich. Egal. Ah, Moment.
Das wäre jetzt interessant, das wäre richtig gut. Nein, keine tägliche Herausforderung, dafür geht das Ganze leider, leider nicht durch. Voll schade, oder? Was steht denn da? So schnell kann ich doch nicht lesen. 14 Tage in Folge? Ach so. Ah doch, das ging weiter. Die tägliche Herausforderung zwar nicht, ich verstehe das gerade nicht. Aber das war doch auf 9 vorher, dachte ich. Jetzt können wir lesen. Herausforderungsserie 2. Schließe 14 Tage in Folge eine tägliche Herausforderung ab. Eine tägliche Herausforderung? Haben wir doch gar nicht. Tägliche Herausforderungen sind doch hier. Wow, irgendwas stimmt heute nicht. Der Titel verhält sich auch nicht ganz richtig. Ah, hier oben ist noch etwas. Total verzweifelt, es kommt nichts mehr. Haben wir denn? Wir haben noch nicht alles gefunden. Das letzte müssen wir jetzt natürlich auch noch suchen. Ah, bei Valentine ist es. Wir haben noch nie eine Schnapsflasche, glaube ich, gefunden bei Valentine. Oder? Nein, einen Kamm haben wir da gefunden. Öfter schon. Eine Bürste. Und öfter auch Tarotkarten. Ich glaube, zweimal schon Tarotkarten dort. Aber eine antike Schnapsflasche bis jetzt noch nicht. Viel zu weit zu laufen zu Fuß. Da vorne reitet einer. Vielleicht sollten wir sein Pferd ausleihen, solange wir keins haben. Die Kamerabewegungen sind aber original. Pferd. Immer noch. Ja, wenn wir in Valentine sind, können wir ja mal am Stall gucken. Och, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm zu laufen, nur es dauert länger. Das wollten wir doch heute vermeiden. Hier, die haben auch elektrisch Licht. Das sieht man sofort. Guckt euch das an, wie hell das ist. Da möchte ich unbedingt gucken am liebsten, aber... Ja, nicht so viel Zeit verplempern. Wir haben noch 2 andere Herausforderungen, die wir machen können. Was war das? Wildblumen und Eier finden? Da ist doch ein weißes Pferd. Was ist das für ein weißes? So ein schnelles weißes Pferd. War das überhaupt ein Pferd? Das war irgendwas Gruseliges anderes. Warum ist denn heute alles gruselig? Ich weiß nicht. Na, schade. Jawohl, ja. Jetzt brauchen wir aber unser Pferd. Weißwedelhirschbock. Ja, das ist kein Großwild. Die Weißwedelhirsche sind kein Großwild. Großwild, das sind... Oh, was wird das sein? Eigentlich fällt mir dazu nur Bison ein. Und wenn es keine Bisons gibt... Können wir die Aufgabe knicken? Was gibt es denn sonst noch für welche? Das ist Wildfleisch, haben wir doch gesehen. Was gibt es denn sonst noch für tägliche Herausforderungen hier? Hilfesuchende begleitet. Wow. Ja, da sind wir aber lange unterwegs. Langschnauzen, Knochenhecht. Ach, da brauchen wir gar nicht auszuprobieren. Den haben wir ja noch nie geangelt. Wir haben schon so viel geangelt und das haben wir noch nie geangelt. 2 Pumas töten ist auch nicht so einfach.
Und Rebhuhnbeeren, wüsste ich auch nicht, wo die zu finden sind. Ja, das ist Hammer heute. Zum ersten Mal, sonst waren die täglichen Herausforderungen immer recht einfach und schnell zu erledigen. Zum Glück können wir auch mit so einem Fell hier in der Hand, können wir immer noch schnell rennen. Könnten wir denn nicht abkürzen, wenn wir querfeld einlaufen? Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo ein Bison, das wäre prima. Ich glaube, so langsam habe ich das mit den Rezepten jetzt auch raus. Ich glaube, wir können diese Goldrezepte herstellen. Ja, die unsere Kerne vergolden. Die können wir, glaube ich, herstellen, weil wir die Broschüre mal als Schatz irgendwo gefunden haben. Und zwar, und jetzt kommt's, nur für Großwild. Ja. Wir hatten uns nämlich letztens noch gewundert, weshalb wir das nicht immer machen können. Wir dachten schon, das hätte was zu tun mit dem... Können wir hier nicht buddeln? Wir dachten schon, das hätte was zu tun mit unserem Lager, dass wir die guten Sachen nur im Lager herstellen können, aber damit hatte es nichts zu tun. Och, schon wieder diese Hütte. Ich bin mir sicher, wenn wir Zeit haben demnächst zum Erkunden, dann werden wir die Hütte nie wiederfinden. So viele interessante Sachen sehen wir jetzt auf einmal. Valentine. Ja, okay, wir müssen darüber irgendwie, aber wir gehen erstmal auf den Berg. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch irgendwo die Bisonherde sehen können. Was wäre denn eine Zielperson mit Adlerauge? Da müssten wir doch ein Kopfgeld machen. Kopfgeldaufgabe. Oh, es fängt doch an zu regnen. Habe ich doch richtig gehört. Ich glaube nämlich, wir waren schon mal hier und haben etwas ausbuddeln wollen und es nicht gefunden. Aber wenn wir keinen Bogen in der Hand haben, dann kümmern sich die Weißwedelhirsche überhaupt nicht um uns. Die fliehen nur, wenn sie den Bogen sehen. Also haben sie keine Angst vor uns, sondern vor dem Bogen. Das nehmen wir schön mit. Jetzt haben wir das so weit getragen, dann können wir den Rest auch noch tragen. Gefälligst. Aber vielleicht ist heute so ein Pferdeschontag oder so. Nein, da ist doch jemand an uns vorbeigeritten. Der hatte doch auch ein Pferd. Ja, der durfte vielleicht. Hier müsste es Bisons geben, ohne Ende. Alles müsste hier voll sein mit den Monstern. Aber nein, für uns nicht. Wir gehen mal hier links. Ah, okay, wir hören schon den Zug. Wir sind ganz in der Nähe von Valentine. Wir kennen ja auch die Gegend so langsam. Na, wir sollten sie kennen. Ob dem wirklich so ist, so hundertprozentig, weiß man das nie bei uns. Wenn hier jemand jagt, wir verscheuchen ja das ganze Wild, aber was sollen wir machen? Wir haben eben kein Pferd. Und außerdem Wachteln, glaube ich. Und außerdem sind wir am Ende nicht nur unserer Kräfte, sondern auch am Ende der Folge. Das heißt, ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes.
Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kein Hunger? Vielleicht sind wir krank? I'll give you a good price for them pelts, if interested. Back.